Diesmal geht's um Rasenmäher, und zwar Elektrorasenmäher gegen den konventionellen Benzinrasenmäher, wobei ich die Vorteile beim Elektrorasenmäher sehe, ist mir die leise Wartungsfreiheit, umweltfreundlich. Ja, beginnen wir mal beim Aufladen bzw. Auftanken vom Benzinrasenmäher. Muss natürlich zuerst Benzin geholt werden. Den Akku stecken wir inzwischen in das Ladegerät. Strom kommt natürlich von der PV-Anlage. Ja, wir fahren zuerst zum Benzin. Das wird ca. 20 bis 30 Minuten dauern. Bis zur nächsten Tankstelle auffüllen und wieder nach Hause fahren. Da sehen wir schon die ersten Nachteile beim Benzinrasenmäher. Und zwar, es riecht eben streng durch das Benzin. So, jetzt wird der Benzin eingefüllt beim Benzinrasenmäher und vollgemacht, den Benzin wieder weggeräumt. Natürlich auch das Öl kontrolliert, das haben wir natürlich zuerst gewechselt. Das wird füllt unter die Wartung in diesem Gerät anstatten. Gelingt meistens das erste Mal nicht über den Winter, der erste Einsatz. Gemacht können wir mit der Starthilfe ein bisschen helfen. Da funktioniert es meistens. Da, mit dem Akkurasenmäher, da werden wir zuerst den aufgeladenen Akku in die vorgesehene Öffnung geben. Und wir sehen, es ist ein 36 Volt und 4 Ampere, glaube ich, haben wir hier 4 Ampere Batterie, also 36 Volt, 4 Ampere, in den Schacht gesteckt, auf Anstellen und wegfahren. Das war alles. Keine Wartung über den Winter, nur die Batterie auf halb geladen. Hilft meistens, oder eigentlich immer vielleicht ein bisschen nachkontrollieren, ob die Batterie oder der Akku genügend geladen ist. Jetzt machen wir noch die Schnittbreite, wobei wir beim Benzinrasenmäher 47 cm haben und beim Elektro, glaube ich, 42 cm Schnittbreite. Also nicht wesentlich schmäler, also es ist schmäler, aber nicht wesentlich. So, nun beginnt die Reinigung. Ist natürlich beim Benzinrasenmäher etwas schwierig. Bei der Schrägstellung rinnt meistens Benzin und Öl aus, wie auch in diesem Fall. Ich höre das Reinigen jetzt schon auf, das ist ja uninteressant. Es rinnt schon Öl aus, Benzin aus. Was beim Elektrorasenmäher überhaupt kein Problem ist, die Batterie raus aus Sicherheitsgründen, dann egal welche Stellung, es kann kein Öl oder Benzin ausrennen. Ja, ist klar, haben wir ja nicht drinnen. Lässt sich super leicht verstellen. Die Höhenverstellung ist ganz einfach und das ist das leichte Gewicht, also kann man ihn sogar in die Garage tragen. So. Ich werde den Benzinrasenmäher oder die Benzinrasenmäher irgendwie an den Mann bringen. Wollen wir hoffen, dass es funktioniert, sonst kommt er zur Altstoffsammlung. Wenn Sie kein Video verpassen wollen, am besten den Kanal abonnieren und die Glocke eventuell noch aktivieren, damit Sie immer wissen, wenn ein neues Video von mir ins Netz gestellt wird. Danke, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.